Hallo und willkommen bei sharpinato.de. Bleib mal stehen. Wir schauen uns heute die drei verschiedenen Messerschärfer an, die es von TS Prof gibt. Es gibt natürlich Untervarianten bei dem Blitz, genauso auch bei dem Kadett, beziehungsweise bei dem K03. Aber grundsätzlich geht es um die Systeme. Das heißt, wir haben einmal den Blitz, das ist der kleinste, den Kadett in der Mitte und dann noch den K03. Ja, ich würde sagen, steigen wir mal ein. Und wir fangen an mit, tun wir zur Seite, mit dem Blitz. Ich werde oft gefragt, welches System man kaufen möchte oder man kaufen sollte. Und da frage ich immer nach den Messern. Und meistens ist es hier so, ja, ich habe angefangen von Küchenmessern bis zum Buschkraftmesser oder jedem Jägermesser und Taschenmesser noch dazu. Also am besten alles. Und mit einem Gerät. Bedingt ist es auch möglich, alles mit einem Gerät zu schleifen, aber wie gesagt, es ist nur bedingt. Ja? Man kann auch keinen SUV mit einem Verbrauch von einem Polo erwarten und in der Stadt Einparkmöglichkeiten von einem Smart. Und auf der Autobahn dann wie ein Ferrari. So ist es auch hier. Jedes Gerät hat seine Stärken, aber auch Schwächen, die wir uns heute anschauen möchten. Vorteil: Gehen wir jetzt zum Beispiel jetzt auf den Blitz ein. Den Blitz gibt es in zwei Versionen. Einmal den Blitz 360, das ist das, was ihr hier seht. Und einmal den Blitz normal. Da hat man diesen Erweiterung des Schärfwinkels nicht. Beim Blitz stelle ich den Winkel hier rüber ein. Sehr, sehr präzise einstellbar. Dann kann ich das hier festmachen. Dann habe ich hier nochmal eine Winkeleinstellung, mal zu der Kamera hier. Hier habe ich auch die Winkeleinstellung. Wofür ist das? Das ist zum Ausgleichen der Schleifstellendicke. Das heißt, ich muss beim Blitz einmal meinen Winkel einstellen, wie ich es haben möchte, richte das auf den Schleifstein aus. Ich kann hier dann die Millimeter auswählen, wie dick mein Schleifstein ist. Macht Sinn, das nachzumessen. Und dann, wenn ich jetzt einen anderen Schleifstein nehme, der fährt die ganze Zeit hier hin, wenn ich einen anderen Schleifstein nehme mit einer entsprechenden Dicke, angenommen, ich habe jetzt hier eingestellt 4 mm und nun ist mein Schleifstein 6 mm stark, was mache ich? Ich gehe auf 6 mm hoch und somit habe ich den meinen Dickenausgleich ausgerichtet, bedeutet, der Winkel bleibt der gleiche, weil normalerweise, wenn ich jetzt einen dicken, das kann man jetzt vielleicht so sehen, ich habe einmal so einen Schleifstein und dann nehme ich so einen Schleifstein. Ihr seht, der Winkel ändert sich. Ja? Aber wenn ich nun den hier habe und habe einen doppelt so dicken, was mache ich? Ich würde dann hochfahren mit dem Winkel, dass der Winkel gleich bleibt. Gut, das ist jetzt natürlich extrem. Solche dicken Unterschiede hat man nicht bei Schleifsteinen, aber jetzt, wenn man in Millimeter rechnet, kann ich das hier ausgleichen. Ja, für welche Messer ist der Blitz geeignet? Da werden wir uns mal typische Messer anschauen und schauen, wie der Blitz geeignet, wofür der Blitz geeignet ist. Nehmen wir noch den dazu. Wir werden uns dann anschauen, ich glaube, die beiden sind ziemlich gleich. Ja, nehmen wir den hier. So. Bei den Messern ist es natürlich, hat man drei Faktoren, die das beeinflussen, für was der ein Messer schärfer geeignet ist. Einmal habe ich die Rückendicke. Da kann ich gleich zu sagen, der ist bis 4,5 mm ausgelegt. Das heißt, bis einer Rückendicke von 4,5. Das sind jetzt 4 mm. Das heißt, ein Achtel dicker könnte es noch sein. Dann haben wir, wenn wir das hier anschauen, der Rücken ist ein bisschen dünner, aber wir haben einmal die Messerstärke oder Messerhöhe. Das ist entscheidend. Und der limitierende Faktor ist bei der Höhe immer, wenn es geringer wird. Also wenn es dicker wird, ist es kein Problem. Je höher das Messer ist, desto flacher ist mein Winkel. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wir gehen mal wieder auf die Kamera.
wenn ich das jetzt Messer so einspanne, nehmen wir auch direkt mal das war rein. Gut, so. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Messer habe, so. Wenn das Messer jetzt so eingespannt ist und je länger das Messer oder je höher das Messer wird, desto flacher wird mein Winkel und desto flacher ist auch der maximal stumpfe Winkel, den ich erreichen kann. Ja? Wenn ich jetzt auf volle Höhe fahre zum Beispiel, machen wir jetzt mal, so, das ist das Stumpfste, was ich machen könnte. Wie stumpf das geht, ich weiß, 28, 27 Grad, irgendwie sowas. Schaut es euch in der Beschreibung an. Also im Shop auf sharpinator.de, da könnt ihr euch das anschauen. So, und jetzt angenommen, mein Messer ist jetzt so lang, ja, dann würde das so stehen. Das heißt, es ist der Winkel hier zwischen Messer und dem Schärfstein hier wird flacher, oder beziehungsweise spitzer, wird spitzer. Und habe ich jetzt ein Messer, wie so eins zum Beispiel, ja, da ist es eher so, dass ich, und dann möchte ich den vielleicht auch noch nicht so stumpf, ich möchte den ganz spitz schleifen. Da ist es so, da kann es dazu kommen, dass ich, dass mir die Klammern oder die Klemmen auf einmal in den Weg kommen. Das heißt, nehme ich ein hohes Messer, habe ich mit stumpfen Winkeln kein Problem. Nehme ich ein niedriges Messer, könnte es zu Problemen kommen. Und da sieht man zum Beispiel hier, da habe ich ein paar Mal schon meine Klemme angeschliffen, ja, mit erwischt. Teilweise. Deswegen ist es so, wenn ihr auch im Shop oder in der Beschreibung seht, von da bis da ist der Winkel, das bezieht sich eben auf eine bestimmte Standardmesser, also mindestens 20 mm hinter der Klemme. Da wird es gemessen, was maximal möglich ist und minimal genauso. So. So viel zu unserem Blitz hier. Wie gesagt, wir haben einmal die Stärke, die Höhe und natürlich auch die Länge. Hier, das ist natürlich ein Paradebeispiel dafür. Und der Blitz, mit dem kann man Messer bis 20 cm, 25 cm schleifen. Ich habe auch mal eine Machete, die, keine Ahnung, 35 cm lang war, ausprobiert. Das geht. Ich schleife dann natürlich nicht mehr über die volle Länge meines Steins, sondern ich habe dann gerade beim Runterziehen in der Lage habe ich ungefähr nur so viel geschliffen. Das heißt, dieser Stein war nicht oder dieser Bereich wurde dann nicht verwendet. Aber auch da im äußersten Extremfall ist es möglich. Beim Blitz als limitierenden Faktor haben wir auch die Länge in der Hinsicht, dass ich komme vielleicht hier so hin, nur wenn es dann darum geht, wenn das Messer jetzt ein bisschen länger wäre und ich, angenommen, das ist ungefähr so lang, dann habe ich ein Problem beim Wenden. Das heißt, hier hinten habe ich so einen Hebel, ich drücke gerade raus, ihr seht das, und ich kann um 180 Grad wenden und hier kommt es dann dazu, dass ich gegen, und auf die andere Seite auch, gegen den Tisch komme. Das heißt, ich müsste dann anheben, wenden und könnte dann auf der Seite weiterschleifen. Aber ansonsten kann ich mit dem Blitz ganz normal solche Messer schleifen, solche Buschkraftmesser schleifen, wobei da limitierender Faktor ist die Stärke, also bis 4,5 mm. Und für solche, gerade bei solchen Messern, fühlt sich der Blitz auch sehr wohl, dadurch, dass er sehr, sehr feine Klammern hat oder Klemmen. So viel zum Blitz. Tun wir den mal zur Seite. Kommen wir zum Kadett. Der Kadett hat auch seine Stärken,
aber auch seine Schwächen. Beim Kadett ist es so, dass wir den Führungsstab vom Blitz haben, 1 zu 1 vom Blitz. Die Klemmen aber, zumindest die Aufnahme hier, ist die gleiche wie beim K03. Das heißt, alles, was hier oben das betrifft, müsste man die Sachen vom Blitz, also passen die Sachen vom Blitz, wobei die Schleifsteine, die sind ja eh bei allen Systemen gleich. Geht aber darum, wenn ich jetzt zum Beispiel den Konvexadapter haben möchte, dann brauche ich den Konvexadapter vom Blitz. Oder auch hier diesen Stopper. Ja, der Blitz wird mit einem Stopper geliefert. Angenehmer ist es, wenn man einen zweiten hat, auf der Seite auch, damit man nicht vielleicht, also wenn es nicht da so gegenkommt, sondern eher noch so einen Stopper dazu hat, dass man nicht abrutscht. Wenn man dann schleift, dass man mit dem Schleifstein nicht abrutscht, gerade bei längeren Messern, dass man da nicht abrutscht. Was aber Klemmen betrifft, das heißt, möchte ich eine Filetklemme haben oder möchte ich diese Einzelklemmen haben, diese schwarzen, diese mit zwei Stellschrauben oder auch diesen Universaltisch, um Scheren oder Hobel zu schleifen, dann muss ich da auf die vom Blitz drauf zugreifen, vom K03. Gut, kommen wir zum Kadett allgemein. Ich habe hier die Klemmen, die Aufnahme ist die gleiche, nur von der Länge her sind die ein bisschen kürzer. Ich zeige es mal, wenn ich die mal parallel nehme. So, ihr seht, die passt genau, nur von der Länge her ist die ein bisschen länger. Ja. Wie verstelle ich hier den Winkel? Den Winkel kann ich hier verstellen, indem ich hier hinten die Schraube löse, meinen Winkel einstelle, wie ich ihn brauche, festschraube. So. Und habe dann, nehmen wir auch mal einen, den hier drauf. Das heißt, ich spanne mein Messer ein. Das wäre mein Nullpunkt. Und also ich stelle mein, wenn ich einen Engel Cube habe, stelle ich ihn drauf, nehme den Nullpunkt, dann kann ich den hier parken. Und kann dann hier vorne oder hier meinen Engel Cube stehend haben, den Winkel einstellen, wie ich ihn gerade brauche. Und dann festschrauben. So. Der Dicken- oder Höhenausgleich beim Kadett erfolgt so, dass ich, wenn ich das eingerichtet habe oder bevor ich den Winkel einstelle, sollte ich für den ersten Schleifstein die Höhe einstellen. Dazu habe ich hier vorne die kleine Schraube, die ich löse und dann, egal ob für Links- oder Rechtshänder, lege ich meinen Schleifstein hier drauf und schraube es fest. Vielleicht ist es doch besser, wenn man es von der Seite macht, so. Und schraube es hier fest. Nun stelle ich meinen Winkel ein, wie ich ihn brauche. Dadurch, dass dass ich das Messer, angenommen, ob so oder ob es oder da liegt, ist es egal. Dadurch, dass der Radius mit der Klemme hier übereinstimmt, habe ich immer denselben Winkel. Ja, ihr seht, die bewegen sich, oder wenn man ganz genau nimmt, so jetzt schaut ihr von hier. Wenn ich jetzt den Winkel verändere, ihr seht, die bleiben immer an derselben Stelle. Auch hier habe ich eine Skala, wenn ich das ja anschaue, habe ich eine grobe Skala. Hier für feine Messer oder Rasierklingen sogar. Da habe ich hier mal feine Messer, dann die normale Küchenmesser, Outdoor-Messer und dann auch so Hackbeil. Ja, wechsle ich jetzt auf einen anderen Schleifstein, der jetzt vielleicht dicker ist, dann würde ich dann alles belassen und nur hier das Ganze lösen, meinen Schleifstein hier hinsetzen.
und die entsprechende Dicke auswählen, zuschrauben und der Winkel bleibt gleich, obwohl der Schleifstein jetzt vielleicht doppelt so dick ist. Zum Nachteil, was bei dem Kadett nicht so präzise ist, das ist die Einstellung der Winkel. Warum? Ich muss es hier losschrauben. Ich muss den Winkel finden und ihr seht, das ist teilweise eine wackelige Angelegenheit. Man muss ja schon, wie soll ich sagen, ein Gefühl dafür bekommen. Dann schraube ich das fest. Und beim Festschrauben kann es passieren, oder ich habe einen Winkel gefunden und beim Festschrauben drückt sich jetzt hier die ganze Halterung an den Rahmen oder an die Säule hier. Und dabei wird der Winkel erst richtig festgelegt. Das heißt, wenn ich vorher das ein bisschen falsch gehalten habe, wird es hier vielleicht jetzt fester dran geschraubt, angezogen und der Winkel ändert sich eben ein paar, also sich von 18,5 auf 18,2 oder so. Das ist das am Kadett, was nicht so schön ist. Der Kadett ist eher ausgelegt wie so ein Allrounder. Das heißt, mit dem Kadett kann ich solche Messer schleifen. Mit dem Kadett kann ich Messer schleifen bis zu 7, 7,5 Millimeter Rückenstärke. Von der Länge, da kann ich also Messer mit 30 cm Klingenlänge schleifen. Hat man normalerweise nicht im Haushalt. Ja. Solche Messer sind auch möglich, wobei da würde ich dann eher die Filetklemmen nutzen, weil wenn ich die jetzt ganz besonders spitz schleifen möchte, da könnte es auch wieder zu Problemen kommen. Hier an der Stelle. Da gibt es Filetklemmen, die viel feiner sind. Die stelle ich nachher noch vor. Die sind feiner und dadurch kann ich dann den stören sie oder sagen wir so, stören sie weniger und ich kann einen spitzeren Winkel schleifen. Der Kadett ist der günstigste von allen drei, obwohl er in der Mitte liegt, von der Größe her, auch von dem, was er alles schleifen kann. Das liegt daran, weil er viel weniger Teile hat. Ja, man sieht, dass das hier wirklich einfach gehalten worden ist. Ich habe hier kein Zahnrad. Ich habe im Vergleich zu dem zum Blitz zum Beispiel, wo ich hier was einstellen kann, ich kann hier das Ganze einstellen. Deswegen es sind sehr viele Teile, sehr viele Präzisionsteile. Deswegen ist der Blitz etwas teurer im Vergleich zum Kadett. Tut an der Qualität nicht gut, man muss oder schadet der Qualität nicht. Es geht nur darum, man muss sich darauf einstellen, dass ich dann hier halt nicht um ein Zehntel Millimeter oder auf ein Zehntel Millimeter genau meinen Winkel einstellen kann, ohne dass dazu kommen kann, dass ich eventuell ein paar Zehntel, zwei, drei, ein Zehntel den Winkel vielleicht nicht hundertprozentig treffe. Gut, jetzt kommen wir zum K03. Der K03, ich denke, man sieht es ja schon, ist eher für die größeren Messer gedacht. Ich kann mit ihm auch kleinere Messer schleifen, dafür gibt es extra Filetklemmen, die werde ich in einem separaten Video vorstellen, wo wir komplett über das ganze Zubehör des K03 sprechen werden. Der K03 wendet genauso, das ist ja bei allen Schleifsystemen so, das ist ja diese Besonderheit, dass ich erstens einen fixen Winkel habe und zum anderen auf beiden Seiten des Messers denselben Winkel haben kann. So, der K03, wie verstelle ich hier die Höhe? Das ist jetzt der K03 Expert, der unterscheidet sich dadurch, dass ich noch zusätzlich hier meine Höhe einstellen kann. Das heißt, ich kann viel stumpfer werden vom Winkel her, also ein Hackbeil oder eine Machete mit 45 Grad Winkel oder sonst noch was kann ich mit dem hier machen. Das heißt, ich kann hier einmal grob das einstellen. Dann habe ich hier, stellen wir es mal so hin, hier habe ich meinen sehr, sehr präzisen Winkel, den ich oder die Winkelverstellung, die ich einstellen kann. Dann hier einmal fixieren. So. Und nun kann ich alle Arten von Messerschleifen. Auch hier bis 7,5 mm Dicke kann ich Messer schleifen, also Rückendicke.
Von der Länge her, das ist jetzt überhaupt kein Problem für ihn, ja. Auch dadurch, dass der Führungsstab länger ist, also könnte ich bis hier hinschleifen, das sind allein das hier schon sind 25, also bis 50 cm Messer oder ich weiß nicht, ob ich es schon Messer nennen kann oder noch Messer nennen kann, wenn ich 50 mm Klingen habe, kann ich schleifen. Von problematischer wird es mit der Standardklemme zumindest, mit solchen Messern, die eine relativ niedrige Messerklinge haben. Also wie in dem Fall sind gerade mal 20 mm, wenn überhaupt. Da erreiche ich nicht die, keine Ahnung, nicht einen Winkel von 15 Grad oder 7 Grad. Das können wir eben mal ausprobieren. Wir haben ja den Engel Cube hier. Machen wir ganz kurz, um zu schauen, was realistisch möglich ist. Ja, die Angaben bei dem hier sind ab 7 Grad. Aber die 7 Grad beziehen sich ja wirklich auf solche Messer dann. Gut, dann tun wir den mal zur Seite. Auch hier zum Beispiel, so würde ich das Messer nicht schleifen. Ich drehe es mal kurz zur Kamera. So würde ich das Messer nicht schleifen, weil ich hier kaum Halt habe. Also würde es Sinn machen, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal hier, die Klemmen so zu befestigen. Machen wir eben mal. Und das Messer dann so einzuspannen. Ich brauche jetzt nicht enorme Gewalt anzuwenden auf die Klemmen, denn eigentlich wirken auf dieses Messer kaum Kräfte. Beim Schleifen ist es wichtig, dass ich nicht noch zusätzlich meine geballte Manneskraft auf dieses arme Messer und diesen armen Schleifstein da aufbringe, sondern eigentlich sollte man sollte schleifen, indem man einfach nur das Eigengewicht nutzt. Später sogar, wenn ich ja mit Leder, also ganz fein arbeite, nicht mal das Eigengewicht, sondern wirklich sogar noch ein bisschen das Eigengewicht reduzieren. Dann, ich werde ja hier nichts fräsen, zerspannen oder sonst noch was. Ich werde nur in diese Richtung schleifen und höchstens dann noch umdrehen. Ja, da, wobei da kann ich auch, bleibt mal da, hier helfen. Das heißt, ich muss jetzt nicht hier die Klemmen vergewaltigen und zusammendrücken, dass sie dann sogar vorne schon quietschend den Maul aufmachen. Das reicht vollkommen aus, mit ganz leicht angezogen das Ganze festzuschrauben. So, und ich kann das hier wenden. An der Stelle würde ich beim Schleifen sogar vielleicht meinen Finger hier drunter halten, um das Ganze zu unterstützen, damit es nicht einknickt, ja, wenn ich das schleife. Wobei, dieses Messer ist relativ stabil, da knickt nichts ein. So, dann setzen wir mal den hier ein. Schrauben es fest. Gut. Nehmen wir unseren Nullpunkt, der ist hier. Wir drehen das mal Ganze. Okay. Gut. Und setzen den hier drauf. Wir sind jetzt bei 20 Grad. Vielleicht für so ein feines Messer zu stumpf. Und wir gehen runter und ich achte jetzt mal, ich weiß nicht, ob ihr es sehen werden könnt, aber ich achte mal, wie weit ich runtergehen kann, ohne dass ich die Klemme oben berühre. Muss ich mal ein bisschen drehen. So ungefähr. So, halten wir es mal fest. Also so ein Messer. 13,5 Grad. Ich könnte das natürlich ein bisschen noch stumpfer, wer es haben möchte, könnte ich das erreichen, dadurch, dass ich das Messer weiter vorne einspanne. Ja, ich habe jetzt sehr großzügig das Ganze eingespannt. Können wir es mal ausprobieren? Nehmen wir es zur Seite. Spannen wir das Messer ein Ticken weiter vorne ein. Beim Einspannen ist es aber wichtig, dass das Messer immer parallel zu dieser Haltebacke gehalten wird. So weit wie möglich natürlich.
An der Stelle wird es natürlich nicht gehen. So, habe ich es ein bisschen rausgeholt. Mal sehen. Können wir jetzt weiter runtergehen. Lockern hier unten. Und dann gehen wir runter. Heute geht es nicht mehr, da müssen wir es erstmal hier senken. Ja, so. 11,2 Grad. Ja. Würde ich jetzt so ein Messer nehmen, da würde ich auf die, keine Ahnung, auf 8 Grad kommen und jetzt ein bisschen höheres Messer, dann würden wir auch die 7 Grad hinbekommen. Wobei 7 Grad für ein Messer, keine Ahnung, was man damit machen möchte. Naja, höchstens für Instagram ein paar Papierschnitztests. Und danach ist es eh wieder stumpf. Gut, so viel zum K03. Räumen wir uns mal ein bisschen weg. Zusammenfassend kann man sagen, dass ich den K03 habe, der ist für größere Messer, also mit einer höheren Stärke, auch von der Höhe her, von der Messerhöhe, eher höher gedacht und auch von der Länge her, eher länger. Der hier, der Kollege, ist einfacher vom Aufbau her, nicht bewertend gemeint, sondern wirklich vom Aufbau her ist er einfacher. Man benötigt mehr Fingerspitzengefühl, um den Winkel einzustellen. Ja. Von der von der Rückenstärke her gleich mit dem K03. Von der Länge her eher wie der Blitz. Und von der Rückenhöhe her ist er irgendwo zwischen K03 und dem Blitz. Und vom Preis her ist er der preiswerteste. Der Blitz hingegen ist von der Rückenstärke limitiert auf 4,5 mm. Ja, also solche, ich meine limitiert, 4,5 mm, das ist schon eine Menge. Das ist jetzt hier 4 mm. Ich habe hier irgendwo den Bushcraft Beaver hier, der jetzt 4,1 hat. Es ist eher schon das hier gerade, da hat man schon Gewicht in der Hand und auch das Ding ist stabil. Also mehr als 4 mm, das sind da wirklich so extrem, keine Ahnung, ob es man braucht, bezweifle ich sehr. Das ist dann eher Richtung, ich hab's halt, ja, besitzen oder benötigen, um es zu haben. 4 mm, beziehungsweise 4,5 mm kann ich damit schleifen. Von der Höhe her, wo ist das kleine Messerchen hin? Egal, nehmen wir das hier. Da gibt es auch ein Schleifvideo später zu. Ach, das kleine Messer ist ja der hier beim Kanal 3. Die hier sind perfekt. Auch die schmaleren bei einem Schweizer Taschenmesser, der gerade mal insgesamt eine Rückenstärke hat von 10 bis 15 mm, bekomme ich natürlich auch hin, aber ich bekomme da nicht meine 7 Grad hin. Da muss man wirklich schon mit 15, 18 Grad dran gehen, was auch empfehlenswert ist. Also alle meine so Alltagsmesser und so schleife ich alle mit 18 Grad. Der hier, schauen wir mal, welchen Schliff der hat, den habe ich noch nie geschliffen. Gibt es auch ein extra Video zu dem Irbis. Das ist der Irbis vom Reini, vom Überlebenskunst-Shop oder irgendwie so ist seine Website. Den werden wir nachher noch schleifen. Gibt es auch ein Video zu. Genauso wie den Bushcraft Beaver. Vielleicht eine kurze Werbung auf die nächsten Videos, die bald kommen werden. Die werden wir gleich schleifen. So, nochmal zurück. 4 mm. 4,5 mm. Von der Länge her, ja, die hier, beziehungsweise bis 30 cm würde ich gehen. Und von der Rücken her, ja, das ist schon optimal, aber er kommt es auch hin, wenn wir jetzt ein Schweizer Taschenmesser oder so ein Victorinox mit einer Rückenstärke oder Rückenhöhe von 10, 12, 15 mm schleifen. Vom Preis her ist er über dem Kadett angesiedelt, aber unterhalb des K03. Ja, ich hoffe, ich konnte weiterhelfen bei der Entscheidungsfindung, welche der Systeme
dir passt oder dir eher passt oder zu deinen Messern eher passt. Ja, wünsche viel Spaß bei den nächsten Videos, die noch rauskommen werden, aber auch ganz besonders beim Schleifen und Herrichten der Messer.